Hallo Leute, ja, ich habe hier ein bisschen weiterlaufen lassen. Wie ihr seht, wir haben fast 25 Millionen. Wir wollen ja irgendeinen Zug austauschen. Ich glaube, es ist der, der da hinten gerade kommt. Genau, der uns auch noch ein bisschen Geld wahrscheinlich ranbringt. Und nach diesem kommt ja noch der andere E-Zug, der nochmal Geld bringt. Vielleicht reicht es dann auch, um diesen auszutauschen. Das würde ich sagen, gucken wir nach dem Leo uns mal an, ne? So, jetzt kommt er da reingefahren und bringt uns noch ein bisschen Geld. Aber es wird wahrscheinlich noch nicht ganz reichen. Aber wir hatten ja auch letztes Mal dieses Upgrade mit den Güterwagen. Und da kam auch, glaube ich, diese schicke Lok rein, die mit 16 Millionen natürlich ihren Preis hat. Aber ich würde die trotzdem nehmen, weil die 160 kann und dieser Güterwagen, der rote hier, der kann auch 160. So, wir hätten jetzt das viele Geld da, um... Ah, 2, 4, 5 anzuhängen, noch nicht mehr. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal warten, bis der andere gleich hier reinfährt. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt steht. Mal schauen. Aber wahrscheinlich wartet er, dass er hier reinfahren kann, weil dieser hier im Weg ist, ne? So, mal gucken. Also 25 haben wir jetzt nicht. Jetzt hätten wir sie, die 25. Oh, wir haben sogar 28. Das bedeutet, wir könnten noch einen Waggon dran machen. 2, 4, 6. Ah, dann warte ich den Einzug noch ab, der da jetzt im Gegenverkehr gleich erscheinen muss. Da ist er. Der wird ja noch mal einen Batzen Geld bringen, ne? So, wir haben 92 Meter Länge. Ich glaube, da können ein bisschen länger werden, ne? Dann wollen wir mal gucken, ob der noch abliefert. Der andere. 27. Haben wir noch nicht ganz zusammen. Na, ist er schon da? Ich glaube noch nicht, oder? Es muss jetzt beim Geld nochmal einen Sprung geben. Da ist er, der Sprung. Aber 29, 2, 4, 6, das wären 7. Ah, jetzt geht's. 29. Soll man kaufen? Ich warte mal, wenn ich noch einen mache, dann sind wir bei 31,9. Ah, cool wäre es, wenn wir den auch noch hinkriegen. Schaffen wir das noch? Gleich springt er runter, wetten. 29,3. Hält irgendwo jetzt noch einen Zug an, der uns Geld bringt, zum Beispiel. Da kommt ein leerer Güterzug entgegen. Na, jetzt kriege ich noch nicht mal den zusammen. 29,9 wäre es momentan. 29,6. Komm schon. 29,9. Nein, reicht noch nicht ganz. Fehlen noch 7.000. Jetzt wird es wieder gehen. Komm, wir tauschen den aus. Gut, jetzt haben wir hier so eine schicke Lok elektrisch, die da durch die Gegend fährt, wie ihr jetzt hier sehen werdet. Der fährt natürlich jetzt da runter und holt da neue Ware hier weg. Hat natürlich mit 140 andere Möglichkeiten wie mit den 40, die da vorher standen, ne? Das wird jetzt, denke ich, ein Batzen Geld mehr reinbringen. Wir haben zwar jetzt gerade Minus, wie wir sehen, aber ich glaube, das wird gleich aufgelöst werden, oder? Wir können ja mal auf Stufe 3 gerade laufen lassen. Dass wir einmal diesen großen Zug sehen, wie viel der uns bringt. So, der hat jetzt schon hier 579 plus eingefahren, oder was? Ah, das ist der alte Zug, der da mit reingerechnet wird, oder? Und der fährt natürlich eine ganze Ecke schneller noch dazu, ne? Ah, hier ist der. Der müsste dem jetzt natürlich wegfahren, oder? Möckern benötigt jetzt Waren, okay. Mehrfahrzeuge sind in einem schlechten Zustand. Ja, das weiß ich. Das ändert sich aber gleich. Möckern benötigt jetzt Baumaterial, okay. Miese. Haben wir haben noch so ein paar Dampfloks da rumfahren, die müssen wir auch noch austauschen, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was der uns reinbringt. Wir haben ein knappes Plus von 300.000. Okay, das waren, glaube ich, 3,5 Millionen, die der jetzt reingefahren hat, oder? Kann das sein? Ja, da kommt der andere Zug auch. Ich weiß gar nicht, ob das so ein
großer zeitlicher Gewinn war. Aber naja, ist halt so, ne? Jetzt wartet er auf wen? Der hat auch gerade angehalten, aber hier ist doch kein Zug voraus, oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er da gerade abgebremst hat. Okay, jetzt kreuzt er den, deswegen hält er an. Ja, den müssen wir gleich auch noch austauschen. Okay, wir haben jetzt 3 Millionen gerade. Aber vielleicht sollten wir jetzt noch mal kurz die LKWs machen oder so, ne? Jetzt wartet er auf wen oder was? Auf niemanden, oder? Jetzt müssen wir gerade gucken, wo ist der andere Zug? Okay, der war da. Ich glaube, der hat gewartet, ne? Ja. Okay, sind jetzt 5 Millionen plus. Jetzt nur noch 3. Dann müssen wir noch mal gucken auf Uhr, wie viel da reinkommt. Sind wir 3,5, 4 Millionen, jetzt nur noch 2. So, jetzt müssen wir aufpassen, 2 Millionen haben wir und 2,7, ne, 3,7 sind da reingekommen und jetzt sind schon mehr. Okay, ich würde sagen, wir lassen das mal hier sein, gehen mal in die Fahrzeugliste, wir machen hier aber wieder langsamer gerade, gehen in die Fahrzeugliste und gehen aufs Alter. Okay, jetzt sind diese Züge hier natürlich veraltet, ne? Fahrzeug verwalten. Wer ist denn da dran? Elektrisch muss es sein. Und es muss Passagiere sein. Okay, da gibt es solche jetzt. Ein Doppelstockwagen gibt es tatsächlich auch schon. Dafür brauchst du aber eine Lok. Warte mal, Passagiere, Doppelstockwagen. Wie schnell fährt der? 130? Der fährt, oh, der fährt 200. Das ist hier so ein Rheingold, ne? Mit der einen Lok da, der VO, keine Ahnung wie viel. 140, 130, Doppelstockwagen. 33 Kapazität, 22, okay, 21. Der fährt 200 Sachen, ne? Aber der kostet fast 3 Millionen, der kostet 1,8 und der auch kostet auch 2,6. Und der kann ein Drittel mehr Kapazität nehmen. Ja, welcher Zug davor? Ach, Zugkompositionen gibt es auch, das ist diese hier dann. Was kostet die denn? 19 Millionen. Okay. Der TGW kostet. Oh, 58. Und dieser hier kostet nur 13, ne? Wie schnell fährt denn der? 125. Okay. Der fährt 300. Fährt 130. Also, wenn, dann würde ich diesen hier favorisieren mit 19 Millionen, aber die haben wir nicht zusammen. Zugkombination Dampf gibt es nicht und Zugkombination Diesel ist hier der Schweinetaxi. Der Schienenbus. Ersatzzug wäre das jetzt für den da. Und Kapazität 99 wäre das dann, ne? Und der hat mal gerade 20, ne? Da können wir den zweiten auch noch von abschaffen dann, ne? Da fährt ja noch einer, oder? Was war das für ein Geräusch? Ist da gerade was kaputt gegangen? Ne, ne? Steht jetzt nirgendwo, dass was kaputt ist, oder? Hört sich so an, ne? Klick, klick. Züge blockieren sich gegenseitig. Na super. Okay. Das ist schlecht hier, oder? Gehen wir da mal hin. Geh da mal weg. Mach das mal zu. Kriege ich den gewendet? Ja. Okay, jetzt fährt er da rein. Ich hoffe, der andere fährt hier rein. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen eigentlich, oder? Okay, sieht erstmal gut aus. Ja, der fährt jetzt wieder. Gefiel mir jetzt nicht gerade so gut, was da passiert ist, ne?
Was denn hier mit den Signalen dann? Also der eine kam von da, das würde bedeuten, wir müssen da noch ein Signal, ein Vorsignal sozusagen haben. Gibt's sowas? Natürlich nicht. Na, da können wir jetzt nichts bauen dann. Okay. Ja, leider ist das jetzt gerade hier nicht möglich, ne? Ich weiß gar nicht, kann man hier was forschen? Nee, ne? Das kommt mit der Zeit, oder? Daten leer. Keine Warnung, sehr gut. So, wir haben gerade 8 Millionen. Also, wir wollten wegen den Fahrzeugen gucken, dass wir die tauschen. Und dabei war so ein Schienenroter Pfeil hier zu tauschen. Für das Tauschen des roten Pfeils hatten wir dann angedacht, diese Kombination zu nehmen, die 19 Millionen kostet. Aber wir sind gerade erst bei 10 Millionen. Dafür reicht's Geld nicht, ne? Wie sieht's überhaupt mit Krediten aus? Haben wir da noch was? Warte, hier ist das Kreditfenster. Okay, wir haben das. Okay. Unser Kontostand, unser Darlehen. Wir können jetzt mal was zurückbezahlen, ne? Aber wir sind immer noch im Dingens. Was sind denn unsere Zinsen hier? 200.000 ist eigentlich nicht der Rede wert, ne? Man müsste eher noch was leihen, ne? Aber ich möchte ja keine Schulden haben, deswegen mache ich mal 1 Million weniger. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir immer wieder 1 Million weniger machen, damit das klappt hier. Gut, das heißt, der Zug, der ist jetzt noch nicht dran, ne? Die müssen wir später machen. Was ist mit dieser Dampflok? Okay, der fährt da lang. Kapazität 40. Was fährt denn der? Auch Erz, aber der hat gar keins drauf. Warum nicht? Der kommt doch da unten weg, oder? Wo sollte der denn anliefern sein Erz? Warte mal, da läuft doch was falsch, oder? Wo fährt der hin? Linie 4. Wieso ist so ein Zug? Das ist Zug 6, ne? Ja. Wieso fährt er diese Strecke? Linie verwalten. Hellingen. Ist da und Leitzgau. Ist da. Das ist ja Blödsinn, dass der da lang fährt. Der ist voll auf der falschen Linie, oder? Da ist ja was doof gelaufen. Der fährt die ganze Zeit leer durch die Gegend dann. Und welche Linie war das jetzt? Linie 26, okay. Linie 4, der. Und der muss Linie Fahrzeug verwalten. Ja. Und das müsste Linie 26 werden dann. Da haben wir einen großen Dingens drin, ne? Wo fährt denn als nächstes Leitzgau? Nebengleis. Nee, das ist verkehrt. Nee, du sollst jetzt. Fahr mal da vorbei. Und mal wenden. Wie kriege ich denn jetzt an die nächste Station hiermit? Depot schicken. Ich weiß nicht, wie man ihm sagt, fahr jetzt nicht da hinten hin, weil er soll ja hier nicht. Aber das ist ja voll doof, wenn man ihm jetzt nicht sagen kann, fahr da nicht hin, weil das bringt mir ja nichts, oder? Das heißt, ich müsste ihn jetzt erst hier fahren lassen. Doch, das würde da vielleicht gehen, dass er dann darüber fährt. Ist da gerade ein Zug drin? Nee, also kann ich ihm, wenn er hier vorbei ist, sagen, dreh mal. So, wenn er an der Weiche vorbei ist, müsste das jetzt gehen, oder? So, jetzt müsste Pelling einen Abzweig schaffen, oder? Ich hoffe, jetzt kommt nicht einer. Ah, der ist da. Der ist noch weit weg, okay? Wie groß ist denn das hier jetzt?
Okay, ist ausgebaut, ne? Da geht schon was. Jetzt haben wir da 13 Millionen. Wir brauchten, glaube ich, 19 für die Kombination, ne? Das ist ja jetzt Blödsinn, oder? Dass der hier hochfährt. Ja, absoluter Blödsinn. Wände fahr da hin, weil da musst du laden, nicht hier oben. Ah. Okay, weiß ich Bescheid. Doof gelaufen, aber ist so. Linie 29 ist das. Und der auszumustern, ist der auch auf Linie 29? Ja, dann würde er schon mal passen. Aber ich muss die Zugkombination noch kaufen. Und wir haben erst gerade 13 Millionen. Da kommt aber auf jeden Fall jetzt einer von den High-End-Zügen rein, die Geld bringen, ne? Mal gucken, ob wir da jetzt 15 haben wir, ob das jetzt 20 werden. 15, ne? Hält jetzt erst an. 17 sind es, oder? Ja, nicht ganz 20. Aber ist eigentlich so, dass es dann schneller gehen sollte gleich. Ist das der 29er? Ne, der ist auf Linie 4. Der ist auch auf Linie 4. Hat 31 geladen. Wo fährt denn Linie 4 überhaupt hin und her? Pelling-Leitzgau. Leitzgau ist da, Pelling ist da. Okay, und der andere, der müsste ja dann hier sein, ne? Ja, und die Linie ist Pelling, Hallandorf, Neuendorf. Okay, passt schon, das geht so, ne? Okay, dann würde ich sagen, was ist das hier für einer? Okay. Da quält sich schon einer lang, der größer ist. Wie schnell kann der fahren? 120, okay. Aber der andere ist ja hier einer der ältesten, ne? Der jetzt wieder mal nicht, sondern der. Und den wollen wir gleich austauschen, wenn wir das Geld dafür da haben. Und das soll der werden. Und diese Kombination ist das. Für 19.000 halt. Und zurzeit sind es nur 15. Kommt hier gerade ein Zug an, der uns das Geld mitbringt? Na, hier sieht man keinen. 15. Ja, da müssen wir gerade noch warten, ne, dass das klappt, oder? Und dann nehmen wir den noch raus. Und ich glaube, dann brauchen wir den nicht. Was ist denn BC4? Der hat 60. 60, 80, 100. Und der hat 99. Der ersetzt die drei Züge sogar. Müssen wir dann nochmal überlegen, ob wir das machen, ne? Der ist 10 km/h schneller oder 5 km/h schneller wie die anderen, ne? Vielleicht sogar schneller wie der. Ist hier Strom? Ja. Wo die beiden fahren, ist ja auch Strom. So, 14 Millionen, noch nicht ganz. Tja. Irgendwie wird es gerade nicht mehr, ne? Quietscht nur eine ganze Ecke, wo der da lang fährt. Ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir diesen Zug kaufen, weil in dieser Folge wird das wohl nichts mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.